Yeah, moinsen, was geht? Alles fitting bei euch? Ich habe euch hier ein richtig schickes Shoot'em-up mitgebracht. Vielleicht kennen das schon einige von euch, weil Ikaruga ist eins der bekanntesten, wenn nicht sogar neben Tohu, das bekannteste Shoot'em-up, was ja, Mainstream-Kenntnisse angeht. Es gibt so viele im Bereich Shoot'em-ups, aber Ikaruga hat sich einen Namen gemacht durch sein Anderssein, durch sein Auswendiglernen, durch sein Farbwechsel, genau das, all das zusammengepackt, ergibt ein richtig geiles, schweres, super gutes, kultiges Spiel. Danke Treasure übrigens. Damals rausgekommen, zuerst in den Arcades 2001, dann 2001 auf der Dreamcast und warte, 2004? 5? Ich weiß es gerade nicht. Für den Gamecube? Nicht 5. 2003, 4 für den Gamecube. War auch meine erste Version, die ich gekauft habe, weil mir die Dreamcast-Version irgendwie ein bisschen zu teuer war, die ich mir dann trotzdem irgendwann geholt habe. Und jetzt sogar auch noch das hier. Also ich habe das Game dreimal gekauft. sehr, 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 sehr gutes Game. Kann ich nur empfehlen und ich möchte euch davon ein bisschen was zeigen. Ja? Da es eins meiner Lieblingsgames ist. Ich spiele allerdings auf Easy, nicht auf Normal. Normal, da ist nämlich jedes Mal, wenn ihr in der anderen Farbe den Gegner niederschießt, kommen euch mehr Kugeln entgegen. Und das ist, naja, das ist uncool. Ich will auch nicht hingehen und versuchen, hier ein Superplay zu machen mit einem 1cc etc. Aber wenn das einigen nichts sagt, One Credit Clear ist ein 1cc. Das heißt, ihr geht hin, ihr startet mit euren gegebenen Leben, baut höchstens neu auf und drückt niemals die Continue-Taste. So, und Farbwechsel ist hier so richtig wichtig in dem Game. Wie ihr schon gesehen habt, ich gehe am liebsten hin und zerschieße die ganzen Schwarzen halt als Weißer. Den ganzen Weißen als Schwarzer, weil die gehen dadurch schneller kaputt. Das gibt euch die Möglichkeit, schneller mehr Gegner zu killen. Und dadurch euren Boah, richtig hoch zu treiben, vor allem wenn ihr hingeht. Yes. Und immer drei von einer Farbe hintereinander wegkillt. Zack. 36er Chain. Nichts Besonderes. Bin gespannt, wie hoch ich komme. Ja, das sieht doch schon besser aus. Na bitte, ich bin wieder drin. Nein! Und ich bin wieder raus! So fuck this! Ah, herrlichstes Game. Herrlichstes Game. Ah, ich muss spielen. Ich hab schon lange nicht mehr gespielt, wollte es aber unbedingt hier für den Channel spielen. Unglaublich, ich krieg hier nichts geschissen. Anyway. Super schönes Game. Macht halt eine Menge Spaß. Ist halt nicht gerade einfach. Vor allem für die Shooter-Neulinge, man wird 1000 Tode sterben, definitiv. Als ich mir das Game damals für den Gamecube gekauft habe, habe ich mit einem Kumpel durchgespielt, versucht durchzuspielen, und es war einfach unschaffbar für uns, vor allem weil wir hatten einfach noch nicht genug Credits freigespielt, eben dass das Freeplay, was man erst nach 10 Stunden Spielen bekommt. Wir haben einfach einen Action-Replay angeklemmt und das Game dann so durchgeballert, um dann wenigstens ein Erfolgserlebnis zu haben. Und der Kollege wollte es danach nie wieder anrühren, weil ihn das so gefrustet hat. Das war echt cool. Mittlerweile hat man es auf jeden Fall heraus, wie man die Leute hier angeht. Ich bin auch stolz, dass ich jetzt bisher noch nicht aufgegangen bin. Yeah! Das hätte noch länger gedauert. Ich hätte es auch in Weiß oder in Schwarz machen können, so, aber das wäre natürlich nicht so cool gewesen. Und vor allem, ihr seht es vielleicht, ich versuche immer als Schwarzer wirklich auf ihn drauf zu ballern mit meinem Angriff. Übrigens, die Smart Bomb, ich habe es noch gar nicht erklärt. Unten links habt ihr die Leiste fürs Einsammeln von den verschiedenen Schüssen. Wenn die voll ist, oder generell, sobald eins von diesen Feldern voll ist, habt ihr einen extra Schuss, den könnt ihr auf, was ist das? LTE habe ich gelegt. Ich spiele aber auch nicht mit dem normalen Controller. B++, nee.
könnt ihr irgendwie eine Smart Bomb aktivieren. Und die ist ganz hilfreich. Ich demonstriere das mal, wenn ich da mal wieder genug eingesammelt habe. Nein! Oder einfach nochmal sterbe. Ich bin so scheiße. Okay, okay. Hier aufladen. Zack. Ah nein, ich hab's vergessen. Das so, zack, zack. Und yeah. Naja, hier. 5er Chain. Super lächerlich. Ah, okay. Ich komm wieder rein. Das ist noch nicht ganz aus dem Gedächtnis. Hilft euch auf jeden Fall extrem, wenn ihr nämlich Sachen abschießen müsst. Das wird ihr gleich noch irgendwie gezeigt, ja. Wo ihr so mit eurem normalen Schuss nicht rankommt, da wird euch die Smart Bomb auf jeden Fall helfen. Oder eben euer Zusatzlaser, wie auch immer. Die Smart Bomb ist ja nicht möglich. Yay, ich habe einen Extend bekommen. Ein extra Leben. Alle 2 Leben. Chain aufrechterhalten. Ich bin ja eklig, ja. Schaff ich's? Yeah. Okay. Ja, das Game geht halt viel auf Punkte. Also ihr seht, die Gegner bewegen sich nicht mal wirklich. Die wollen einfach nur durch die Gegend fliegen. Absolut wehrlose kleine Fuck, Gegner. Und ihr könnt sie mitnehmen, um eure Chain zu füllen. Und das ist es. Das Game ist ein absoluter Score-Shooter. Also man kann ihn auch so spielen, aber das Hauptaugenmerk liegt einfach im Score-Bereich. Deswegen ist das Game auch so mega gefeiert. Und gehasst zugleich, weil viele wollen einfach nur ein gutes Shoot-Map haben, wo sie hingehen können, ballern und das war's. Würde ich dann aber eher empfehlen, Sachen wie Gradius etc. zu spielen. Da hat man auf jeden Fall mehr von, wenn man nur ballern will. Schwarz, 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 schwarz. Nein! Los, die auch noch weg. Ich bin so ein Idiot. Ohne Scheiße. Oh Mann, ich dachte, ich spiele das Spiel jetzt mal richtig schön mit Skill. Weit gefehlt. Vielleicht soll ich mir ein anderes Game suchen. Oder besser gesagt, das Game nochmal mit jemand anderem wieder zusammenspielen. Da es auch wirklich, wirklich geile Multiplayer ist. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Damals mit Kumpel Mischka. Sie wissen Bescheid. Level 5, geilster Level. Und hier hingehen. Öffnen, zack, weg. Das war doch schick. Der ist mir aber schick gelungen. Nicht perfekt, aber schick. Recht schick. Ehrlich, was ich mache. Wenn man überlegt, dass das Game jetzt schon gut 14 Jahre auf dem Buckel hat, er. Immerhin kein normales C. Das Beste ist übrigens ein S++. Ich bezweifle, dass wir das heute sehen werden. Oh Gott, ich hasse diesen Level. Aber ich muss sagen, dass ich hier gerade ganz gut durchkomme. Yeah, und ich dachte, wo ich das ausgesprochen habe, wäre ich draufgegangen, aber nein. Ich liebe den Level nicht. Ich mag den Level nur nicht, weil er mir immer noch fehlt mit einem A-Rang. A-Rang ist eben halt ja, die Bewertung zum Schluss und ich will diesen Erfolg irgendwann hier haben. Irgendwann will ich diesen Erfolg haben.
hier in diesen Spot. Jedes Mal. Ich chill mich jedes Mal da rein. Ah, das läuft hier. Es tut mir leid, wenn ich hier nicht permanent am Reden bin, aber dieses Game benötigt ein wenig. Ah, for fuck's sake. Scheiß auf euch. Man benötigt echt so ein bisschen Ruhe im Shoot-em-up-Bereich. Das ist echt hart. Ich versuche daran besser zu werden. Vielleicht kriege ich das irgendwann mal hin, dass ich das Game einfach durchfliege. Laber und auch noch richtig, richtig cool dabei aussehe. Bitte. Was denn, Alter? Kollege aus Hamburg, der dieses Game mit mir auch online gespielt hat, der mir geholfen hat. Wir haben uns gegenseitig geholfen bei den Ranks auf A. Ja, macht das ja auf jeden Fall einiges besser als ich. Nein! Aber, cool, ich habe immer noch kein Container verwenden müssen. Das heißt, ich habe irgendwann ein Extent gekriegt. Sehr schick. Übrigens, ich spiele nicht mit einem normalen Controller, habe ich das eben schon erwähnt. Ich spiele mit einem. Fuck! Okay, Continue Nummer 1. Wir versuchen unter 5 zu bleiben. Seid mit. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich spiele mit Mad Cats. Fucking. Das für Street Fighter 4 damals rausgekommen ist. Ich habe das gekauft, weil. Das ein super, super weiches Steuerkreuz hat, denn wie wir alle wissen, ist das Steuerkreuz vom normalen 360-Controller hart bescheiden. Und damit macht das einfach null Spaß und ich weigere mich, das Spiel mit dem normalen Controller und dem Analogstick zu spielen. Nein, ich hätte einfach weiß bleiben sollen, aber ich wollte das Ding einfach fertig kriegen. Ist doch scheiße. Hier. Vorführeffekt. Ja, jetzt haben wir viele Chain da. Ja, Level 3, Mann. Das ist einer meiner echten Hass-Level. Ja, der Hass-Level. Den Gegner ist auch schick. Rondell aus Tonbringenden, einfach nur vor sich her floatenden Kreisviecher. Oh man. Wird, Leute. Es wird. Okay, ich wusste es. Ah, ich wusste es. Alter Schwede, zwei Credits am Ende von Level 3 schon. Das weiß nichts Gutes. Das ist nicht gut. Yay, immerhin. Oh Gott, ist das schlecht. Komm ich noch auf die, was sind das dann? 6 Millionen? Wenn ich da hinkomme? Mal schauen, dann kriege ich wenigstens noch ein extra Leben dazu. Zwei hatte ich schon. Ah, ein ekliges C. Mich würde mal interessieren, wie viele von euch, die das hier sehen, selber Ikaruga gespielt haben und wie ihnen das Game gefällt. Weil ich habe eigentlich bisher echt nur Positives sogar von Leuten gehört, denen ich niemals zugetraut hätte, dass die diese Art von Game auch nur ansatzweise spielen würden. Aber viele hat es halt wirklich gereizt mit diesem Farbwechsel. Das sah interessant aus, das war was anderes. Das ist eben nicht nur stupides Ballern, was viele halt bevorzugen, aber scheinbar der Non-Shoot'em-up-Gamer geht
hin und bevorzugt vielleicht dann echt sowas wie Ika Uga. Wäre vielleicht auch das Game, um, nein, um Mädels, die nur Geschicklichkeitsspiele spielen wollen, verdammt, mal für was anderes zu begeistern. Im Grunde ist es, ja, war knapp, ist es ein Game, wo viele Puzzle sind. Ich nehme die Chains, wenn ich eh nicht hinkrieg, egal, ich browse jetzt durch. Das war fast dumm. Das war fast dumm. Ich liebe diesen Level, ja. Das ist richtig cool gemacht. Das war echt nice. Ich bin auch eigentlich der Meinung, dass das Muster nicht so schwer ist. Wenn man weiß, wie. Jedes Mal, wenn du stirbst, trittst du immer mal auf die Füße. Nichts zu vergessen, dir selbst. Ja, ich bin noch gar nicht auf den Soundtrack eingegangen. Absolut nicer Soundtrack. Super stimmig. Einige kreiden den an. Warum auch immer. Und meinen halt, nein, Radiant Silver gerne den besseren Soundtrack. Übrigens, Radiant Silvergun ist der inoffizielle Nachfolger zu diesem Game. Made Correct by Treasure. Super geiler Shooter auch. Werde ich auch nochmal zeigen, weil das Game hat mich dazu gebracht, einen Sega Saturn zu kaufen. Damals 2011? Oder ne, voll nicht. 2008 oder? Irgendwie so um den Dreh. Ich habe das Game auf Games Convention angespielt. Oh, es war 2007. Ja. 2007 auf der Games Convention angespielt. Ich habe nur davon gelesen damals. Und ich habe es gespielt. Ich habe es, glaube ich, über 2-3 Stunden hingespielt. Okay, das war Credit Nummer 3. Ich habe nur noch 2 auf der Liste. Aber gleich kommt auch schon der letzte Level. Radiant Silvergun, da gespielt. Für absolut genial befunden. Hammer geiles Game. Wie gesagt, ich zeig das nochmal. Und ja. Mich hat auch interessiert, so warum, wieso, weshalb. Muss man nicht gehen. Aber hier, Ikaruga. Ikaruga. Gerade erstmal hingehen und hier. Ja, eine Runde sterben. Scheiß, die waren da. Okay, ich krieg das. Skill. Absolut non-skill. Oh ja, jetzt. Zack, zack. Ah. Nein, und sie erwischen einen trotzdem. Jungs, sie dürfen mir meine Leben hier nicht wegnehmen. Dann auch noch ein Credit für den letzten Level. Oh nein! Ich liebe die letzte Formation, weil die so einfach ist. Ich sterbe direkt, ey. Ah, zum Kotzen. Oh, auch coole Endgegner. Hingehen und mehrere Schichten wegballern. Die erste ist weiß hier. Ach, Gott, der mit. Die zweite da drin ist schwarz. Ihr seht schon, Leute, das ist nicht ganz einfach, hier durchzufliegen. So, im Kern. Kern ist weiß. Weißen Kern immer mit schwarz angreifen. Und wir können auch einfach mal hier drin chillen. Ja, das ist korrekt, wa? So macht Ballern doch Spaß. Nein, absolut nicht.
vielleicht unten orientieren sollen, weil er sich jetzt wieder in die andere Richtung dreht. Nein! Warum tust du mir das an, du Stück Scheiße? Ah, fuck you! Fuck you, ey! Okay, letztes... Ach, fuck you! Ohne Scheiß! Okay, okay. Wurde gerade von den Schüssen unten getroffen? Hat er deswegen noch so wenig Energie, oder? Ich hab's vergessen. Übrigens, ja, hier. Der ganze Level war der Endgegner. Auch nicht schlecht, war. Musste sich bis zur Unterseite durchkämpfen. Warum man nicht von Anfang an nach unten fliegt, ich versteh's nicht. Ah, wäre ja auch langweilig. Wäre sonst ja auch kein Grund, dieses Spiel zu spielen. Direkt zum Endgegner. Langweilig. So, letzter Level. Und ich darf echt hingehen und höchstens 3 Leben verlieren. Was ich hoffentlich schaffen werde, aber einfach gut kriege ich gleich nochmal eins wieder dabei. Bewusst wie. Die Kleinen sind echt nervig. Die sind echt nervig. Ja. Die sind scheiße nervig. Aber hey, ich hab schon mal gesehen dazu. Oh, so nicht! So nicht! Nein! Oh, den krieg ich nicht fertig. Okay. Ja, das Spiel ist nicht gerade leicht, ne? Aber super geil, super geil. Und ich bin nie hingegangen und habe mir nochmal die Story richtig angeguckt. Da werde ich auch nochmal in Zukunft drauf eingehen. Das ist so schick mit dem Gitter. Wenn ich dann zurückfallen lässt, zack. Nach vorne rein. Ja. Bloß nicht bewegen, wenn die Schüsse auf dich zukommen. Einfach stehen bleiben, vielleicht bemerken sie dich nicht. So wieder. Sollte man sich ein wenig bewegen. Okay, das wird echt eng, Jungs und Mädels. Das wird echt eng, ob ich das hier schaffe, unter 5 Continues zu bleiben. Zweifel ist. Alter Schwede. Okay, weg. Nein, ich auch. Okay, letztes Leben. Scheiß die Wandern. Verpiss dich. Okay, hier kommt ein kleiner Trick. Da hinten gehen. Direkt voll aufladen. Umdrehen, das ist so geil. Das ist meine absolute Lieblingsstelle und ich beiß mir den Arsch, wenn ich dabei drauf gehe. Konzentration! Oh, fuck you! Ich hätte ihn fast gehabt! Ich hab's nicht geschafft. Oh, fuck. Okay. Seht euch die Energieleiste an. Gott, damn fuck! Yeah, fick dich. Ich meine, damit ist es noch nicht mal gegessen. Oder? Nein, natürlich nicht. Ich weiß es ja. Hier aber nicht. Da kommt der nächste Endgegner. Oh yeah! Und ich hätte sogar ein Leben dazu gekriegt. Fuck! Mann, das ist echt unfair. Ich hätte es schaffen können. den kennt man, aber den werdet ihr irgendwann nochmal sehen. Wenn ich, ja, direkt sterbe, wenn ich hingehe und Ray and Silvergun spiele. Das ist so schön. Hier. Durch die Gegend. Zack. Ja, das hat schon was. Er ist auch an sich nicht schwer und ich bin mir auch ziemlich sicher, ich werde es nochmal hinkriegen. Ein 1cc zu machen, halt nur mit 4-5 Leben das Spiel. Wenn man sich nämlich alles einprägt, ist das echt nicht schwer.
in vielen Spielen des Genres geht es einfach nur darum, lern es auswendig und meister es. Nein! Oder kacke ab, wie gesagt. Oh, oh, oh. Spuckt der Assi große Töne. Das ist voll einfach. Musst du nur auswendig lernen. Musst du nur auswendig lernen. Fuck you, Dennis. Fuck you. Yeah, okay. Ich hab's geschafft mit 6 Continues. Uncool, aber okay. Whatever. Gucken wir uns das schöne Ende an, wie dieser göttliche Kristall zerstört wird. Shabam. Wow. Ich meine, 10 Millionen. 10 Millionen Points. Yay. Is this what we wish for? Don't worry, we will understand each other someday. And the life succeeded into the distant future. Da will man auch nochmal drauf zurückkommen. Weil, ist der zweite Teil in dieser inoffiziellen Radiant Silvergun Ikaruga Saga, wovon eigentlich noch ein dritter Teil erscheinen soll. Aber, yeah. Wir warten immer noch. Treasure. Wäre toll, wenn du uns das geben könntest. Wäre herzhaft. Okay, anyway. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß mit mir hier dieses Game durch zum Rushen. Rushen trifft es auch, weil das war echt dahin gerotzt. Hingesprintet. Als auch nur ansatzweise irgendwie ein bisschen Können rauszuhauen. Wie gesagt, anyway, wir sehen uns. Ich wünsche euch einen charmanten Alter. Hauen Sie rein und Pissdansen.